Wenn man heiraten möchte, sollte man sich suchen lassen oder sich selbst erkundigen? Nein, du nimmst die Mittel in Anspruch und fragst, ob ein Bruder zum Beispiel eine Schwester hat oder ob die Familie eine Schwester, eine Tochter hat oder sonstiges. Du sollst dich auch bemühen, natürlich auf Halal-Wege eine Frau zu finden. Das ist kein Problem. Und ich sage euch eins, liebe Geschwister. Wallah, es gibt viele Brüder, die suchen seit 3, 4, 5 Jahren eine Frau. Und der ist schon verzweifelt. Und ich habe Leute gesehen, die fast deswegen ihre Religion aufgegeben haben. Möge Allah Azza wa Jalla uns bewahren. Das sind Leute, die kennen nicht Allah Azza wa Jalla. Ja, es gibt nur zwei Zustände. Entweder findest du eine Frau oder du findest keine Frau. Allah hat bestimmt, wann du die Frau findest. Wer hat bestimmt, wann du die Frau findest? Allah. Sei nicht verzweifelt. Allah hat es bestimmt. Ich erzähle euch von zwei Fällen. Ein Bruder, der wollte gar nicht heiraten. Eines Tages setzt er sich hin und sagt, eigentlich könnte ich heiraten. Ein paar Minuten später ruft ihn ein Bruder an und sagt, ganz im Ernst, ich mag dich und ich würde dir gerne eine Schwester, meine Schwester vorschlagen, zu heiraten. Alhamdulillah, hat gepasst. Gutes Timing. Hat gepasst. Was hat er getan? Nichts. Allah hat das so entschieden. Und ihre Namen waren sogar gleich, außer dass bei der Frau eine Tamar-Buta zusätzlich war. Sonst waren ihre Namen sogar gleich. Allah bestimmt, subhanahu wa ta'ala. Ein anderer sagt mir, 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre, wie lange soll ich noch warten? Den sage ich, Allah weiß, warum er dir zum jetzigen Zeitpunkt keine Frau gibt. Weiß Allah am besten? Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Vielleicht mögt ihr nicht eine Sache, aber sie ist gut für euch. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, inna Allah ta'ala la yahmi 'abdahu al-mu'min ad-dunya wa huwa yuhibbu. Allah bewahrt seinen gläubigen Diener davor, etwas von der Dunya zu bekommen, während Allah ihn dabei liebt. Das heißt, hat das einen Sinn, dass er diese Frau noch nicht bekommen hat? Natürlich. Er weiß nicht, der Ärmste. Er denkt, eine Frau ist unbedingt gut für ihn. Wie viele Leute haben geheiratet und wir haben sie gar nicht mehr gesehen? Sie wandern dann aus zu einer Insel der frisch Verheirateten. Wir sehen sie nicht mehr. Keiner sieht sie mehr. In den Moscheen nicht. Und ich weiß nicht, was sie machen, ob die sich 24 Stunden gegenüber sitzen und die ganze Zeit einem zulächeln. Keiner sieht sie mehr. Hast du was gesagt? Nee, das war gestern. Und dann, keiner sieht sie mehr, bei keinem Gebet. Deswegen, Allah weiß am besten, subhanahu wa ta'ala. Und man soll auf Allah azza wa jal vertrauen.